Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Hulk the Video Game. Ich bin Marv und wir sind im Level ein für alle Mal. Sie haben die Teleporteranlage erreicht, mit der die Armee des Leaders von Freehold herübertransportiert wird. Besiegen Sie Ravage und folgen Sie der Spur zur Gammasphäre. Ah, okay, ich dachte schon in der letzten Folge, dass Mr. Banner jetzt da gefressen wird, aber er hat sich zum Glück in den Hulk verwandelt und konnte so diesen bösen Hund besiegen. Da ist Ravage, und wer ist das? Der Leader. Idioten allesamt. Und jetzt kommt auch die große Bedrohung. Bevor du dich aufregst, mein wütender Widersacher. Ich habe Banner hintergangen, nicht ich. Also setz dich hin. Gut, ganz wie du es willst. Hulk, du musst das verstehen. Ich will nur wie du sein. Ich bin nicht dein Feind. Wie decke ich mich denn? Ich sollte meine Deckung nicht vernachlässigen, aber ich kann mich gar nicht decken. Das ist ziemlich nervig. Der macht ganz schön Schaden. Wie kann ich den am besten besiegen? Bisher gab es für jeden Bossgegner irgendwie immer so einen Trick. Ich mach schon Schaden bei dem, aber relativ wenig, und er macht relativ viel. Vielleicht kann ich ihn hier mit so einer Keule erledigen. Oh, was ist das denn? Hör doch mal auf, ich wollte doch nur die Keule aufheben. So, her mit der Keule. Au, bitte, really? Ja. Ups, nein. Boah. Ich sehe schon, den Kampf müssen wir gleich nochmal machen. Verschwinde hier und du wirst leben! Ich werde schon verschwinden. Sei dir sicher. Das ist ziemlich nervig. Ich kann mich nicht decken. Wie soll ich denn decken? Ich kann die erste Sicht nehmen. So. Nicht klug. Na, nicht klug. Da war ich jetzt wirklich zu offensiv. Oh nein. Ravage, du Monster. Lass Hulk leben. Leave Hulk alone. Oh no. Der haut mir ganz schön eine rein. Jetzt weiß ich aber auch gleich für die nächste Runde. Genau, worauf ich achten muss. Das ist der, der ist so schnell an mir dran. Ja, Ravage. Oh, toll. Ich wollte gerade sagen, noch bin ich nicht ganz tot, aber wenn ich weiter so mache. Endlich! So, ich brauche noch so eine Keule. Da. Du kannst nicht kämpfen, wenn du nicht stehen kannst. Fängst du an zu denken? Oh Leute, es könnte echt was werden. Es wird immer... Nein! Geh weg! Oh... Ich habe ihn doch jetzt beinahe gehabt. Oh. Wie, jetzt hat er sich komplett hochgehalten. Jetzt kommen noch mehr Gegner? Ja, was auch immer. Sichert
die Leiche! Das Spiel ist so unfair. Hulk, du musst das verstehen! Ich will nur wie du sein! Ich bin nicht dein Feind! Hör endlich ab! Applaus! Das ist ziemlich nervig! Diese Bosskämpfe sind wirklich ätzend. Ungeschickt von Tollpatsch! So. Wie viel Schaden der macht vor allem. Intelligent, der Boot. So. Also wir haben auf jeden Fall bessere Chancen als letztes Mal. Aber auch dass das jetzt gerade bei mir nicht getroffen hat, das ist ja auch wieder merkwürdig. Immer schön weglaufen. Ein kluger Gegner weiß, wann er fliehen muss. Ja, wo soll ich denn hinlaufen? Soll ich nach hier vorne laufen? Ich glaube nicht, dass es mir was bringt. Vor allem, ich bin schon wieder fast tot und er ist nicht mal halb K.O. Das wird wieder so ein Bosskampf sein, Leute. Auf einmal fängst du an zu denken? Wo ich wieder kämpfen muss, bis ich es geschafft habe. Und euch dann wahrscheinlich einfach nur das Ende zeige. Oh, deine erbärmlichen Versuche können mir nichts anhaben. Weil die einfach so unfair designt sind. So. Würde ich wenigstens blocken können, so wie er. Ungeschickter Tollpatsch! Applaus! Ziemlich eindrucksvoll! Ich versuche gerade mir eine andere Technik zu überlegen, aber es gibt einfach keine. Ausweichen, warten, bis er wieder diese Dinger runterschmeißt. Greifen kann ich ihn auch nicht. Doch. Oh, das ist sogar gar nicht so schlecht. Ein kluger Gegner weiß, wann er fliehen muss. So. Das ist auf jeden Fall eine gute Technik, die ich mir merken muss. Das ist nicht das Greifen. Auch wenn er das gern mit mir macht. Wie intelligent, der Boden zu prügeln. Okay, ich werde jetzt einfach mal direkt in den nächsten Kampf springen. Also in die nächste Phase. Und schneide euch das wieder zusammen, damit das hier nicht ewig dauert. Das Blöde ist, Gegner weiß, wann er fliehen muss. Sobald eine Zwischensequenz kommt und er so lacht, können wir, also kann ich nicht kämpfen und die können mich ziemlich platt machen. Das ist ein Code 7. Das ist nicht nur ein Code 7, das ist Code Alarmstufe Rot, so wie die mich hier vermöbeln. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon an diesem Level sitze, bestimmt schon eine halbe Stunde. Und ich, wie ihr seht, ich schaff's schon wieder nicht. Wenn ich mich um den einen kümmere, dann schnappt mich der andere. Oh. Ich kann die Erde. Das schittert.
Soll ich den erledigen? Jetzt kommen von hinten die anderen. Seht ihr das? Versuch nicht dein Glück. Jetzt kommen nämlich gleich wieder die nächsten drei. Mein Wutmodus geht gleich wieder vorbei. So, er macht wieder sein Ding. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was so nervig war auf Dauer wie das. Verschwinde hier und du wirst leben. Jetzt kommen die Jungs wieder. Einmal fängst du an zu denken. Na, jetzt halten sie mich wieder. Das kann ich alles von vorne machen. So, neuer Versuch. Dieses Mal bin ich nicht in der Zwischensequenz gefangen gewesen. Wirklich jetzt hier erstmal auf die Blauen konzentrieren. So, gleich wieder mehr Lebenspunkte für uns. Verschwinde hier und du wirst leben. Das Schöne ist, die treffen natürlich auch ihn, ne? Wird es ein bisschen mehr Schaden machen, wäre das gar nicht schlecht. So, oh, jetzt bin ich im Rage-Modus. Aber habe ihn nicht erwischt. Aber so kann ich ihn gut erwischen. Komm, steh wieder auf. Ich will natürlich nicht meine ganze Wut verbrauchen jetzt hier. So. Leute, dieses Mal habe ich ein gutes Gefühl. Oh nein. So viel zum Thema gutes Gefühl. Du kannst nicht kämpfen, wenn du nicht stehen kannst. Aber ich kann stehen. Oh, seht ihr meine Lebenspunkte an? Es war so gut. Es war so gut. Und jetzt auf einmal... Versuch nicht dein Glück. Ich hab ihn doch sogar schon fast. Gib mir Lebenspunkte. Versuch nicht dein Glück. Gib mir Lebenspunkte. Nein, bitte nicht. Nein. Hör auf zu lachen. Unverschämter Trottel. So, das waren aber viele Lebenspunkte. Ja, finde ich aber super. Sehr großzügig hier. Mann, Mann, Mann. Du hast wohl nichts mit. Wenn jetzt nochmal welche von diesen Soldaten kommen, ne? Deine Ignoranz. Dann bin ich ziemlich platt. Nicht klug. Ich kann die Erde erzittern lassen. Oh, jetzt hat mich dieses Ding erwischt. Geh weg, nicht, nicht, nicht. Nein, nein, nein. Ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Früher oder später besiege ich dich nämlich. Auch wenn dieser blöde Bosskampf 2 Stunden dauert. Diese Folge ist noch Schluss mit dir. Oh nein, da kommen schon wieder welche. Ja, was auch immer. Das ist nicht Raja. Einmal fängst du an zu denken? Mit mehr Lebenspunkte. Wieder von hinten. Es ist ja fast geschafft, ne? Fast. Aber man kann auch eine Fahrprüfung zum Beispiel nicht nur fast bestehen. Ein kluger Gegner weiß, wann er fliehen muss. Ah, blöderweise kann man hier nicht fliehen. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh mein Gott, ich hab ihn. Nice! Ravage! So viel dazu. Tut mir leid, Bruce.
Mein Verrat hat dem Leader alles in die Hand gespielt, was er für seine Armee braucht. Wir sind beide Opfer unserer Verzweiflung. Ich bin schon zu lange Opfer unserer Flüche. Der Leader hat die Sphäre in seine Leitzentrale gebracht. Nach New Freehold. Wir müssen... Das ist mein Kampf. Die Energie des Hulk ist meine Verantwortung. Ich hole sie zurück. Und lässt ihn einfach unter den Steinen liegen. Tja, weg ist er. Level geschafft. Völlig fertig, aber wir haben es geschafft. Wunderbar, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Hulk the Video Game mit Marv. Bis dahin, Servus.